Den kannst du dich auch, glaube ich, einfach hinlegen. So, ich habe ein Tagebuch der Gefängniswache. Du hast auch Backe-Backe Kuchen aufgesammelt. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum ich dieses verdammte Teil überhaupt schreibe. Meister Arun scheint zu glauben, dass es mir dabei hilft, meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber ich schwöre, ich habe schon seit Jahren nichts mehr gefühlt. Noch nicht mal, wenn ich nachts alleine in meinem Quartier bin. Moment, hier ist ein Gefühl. Warum muss jeder schluchzende Schwächling aus Jägerschmiede, den wir hier reinbringen, wie ein heulendes Weib um sein Leben betteln? Nimm es wie ein Mann, sage ich. Und wo ich gerade dabei bin? Diese Nekromanten sind ziemlich reizbar. Wenn ich ihnen eine Ladung Toter vorbeibringe, schauen sie mich an wie eine Kanalratte. Ich glaube, meine Lieblingsleute sind in diesem Drecksort. In diesem Drecksort sind die Minenarbeiter. Die sagen nämlich nicht viel. Und so habe ich das gerne. Nun, Meister Arun hatte Unrecht. Ich habe gar nichts in den Griff bekommen. Naja, weiter geht's. So, und Backe-Backe-Kuchen. Da. Band 5. Backe-Backe-Kuchen. Ihr könnt versuchen, ein paar Kürbisse in einen Topf zu werfen, aber ihr werdet niemals eine Kürbissuppe wie meine Oma hinkriegen. Das Rezept hat sie aber nie verraten. Irgendwann bringe ich es ja bei, hat sie immer gesagt. Oh, und dann starb sie. Oh. Ach ja, in was tut man das jetzt hier? Was geht's? Ja, das muss ich ja jetzt auch gucken. Das ist lange her. Ja. War das ab wann kriegte man den nächsten Punkt? Ja. Wenn man das noch wüsste, ne? Das war nicht sofort. Das war dann immer erst nach so einem. Das konnte man ja aber sehen, ja genau, das war ja schön. Das ja vorher schon annehmen und dann kann man das ja hier in den Stats tatsächlich sehen. Okay, das war der. Der. Bei dem kann ich keine Intelligenz mehr skillen. Keine Intelligenz? Ja. Wenn ich jetzt noch wüsste, in was ich hier irgendwas reintun wollte, halt. Mhm. Okay. Ich glaube, so habe ich es jetzt. Auf irgendwas auf jeden Fall mal gespart haben, wenn ich drei. Oder hat man automatisch drei zur Verfügung gehabt? Ich weiß es nicht. Speicher mal. Das ist immer gut. Ach, ja. Jetzt wissen würde halt, ne, wo ich das reinstecken sollte. Mhm. Also die es irgendwo reintun. Was ist dein Bundesstift? Bundesstift 25. Klar. Alle haben so mehr Punkte dadurch durch Führung bekommen. Klingt doch gut. Soll ich drücken? Nee, erstmal nicht. Soll ich jetzt drücken? Nee, erstmal nicht.
Aber jetzt! Nee. Berühren. Nee. Ich bin nämlich hier noch voll beschäftigt aber, und so. Aber Mensch, der Griff des Zünders besteht aus einem schweren polierten Messing. Er vermittelt, dass es sehr befriedigend wäre, ihn zu betätigen. Ich will da drücken. Kann's ja auch gleich. Drück ein. Wo habe ich das jetzt hingepackt? Ach, ihm habe ich das gegeben, ne? Jo. Okay. Ja, Moment, ich muss noch gucken. Ich habe ein paar mehr Charaktere als du. Es leuchtet. So, drück. Ich höre die ganze Zeit eine Stimme, die sagt: Drück es. Drück mich. This seems to be broken. Tünden wir die Lunte und bewundern das Feuerwerk. Oder wir sollten es besser nicht mit dem Auslöser am Ende können, Explosion Unschuldige zu Schaden kommen. Zünden, zünden, zünden. Speicher doch vielleicht. Feuerwerk! Light the fuse and watch the firework. Ich liebe Explosionen. I love explosions. Let's go for it. Da ist schon wieder kühl. Es sind vielleicht ein paar geschoben. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Vielleicht sollten wir nochmal neu laden und gucken, was da ist. Bevor uns irgendwas entgeht. Okay. Danach können wir es ja immer noch in die Luft sprengen. Aber vielleicht vorher einmal geschaut, was wir denn haben. Ich lasse uns wichtige Informationen hier flöten gehen. Wir sollten es nicht mess with this detonator. Innocence might get... Right you are. So, was haben wir da? Goblin-Gefangener. Ah, ja. Da jodelt ja auch einer noch die ganze Zeit. Ich dachte vorhin, das wären unsere Gegner gewesen. Also. Wie soll wir nicht denn jetzt nochmal Schloss knacken? Unterhalten wir uns erstmal mit dem Kerl. Achso, okay. Warte. Da. Jetzt hörst du den nicht, ne? Nee. Er erzählt so schön. Irgendwas wegen menschlicher Abschaum, bla. Da kann das. Ich glaube, das ist wichtig. Ich bin vielleicht der Mensch, aber ich bin kein makellos. Auch wenn ich makellos aussehe halt, ne? Aber. That does not matter, little louse. All humans will suffer the wrath of the totems for the shame that has befallen us. Mag das S, ne? Mhm. Stell dir mal vor, er wird lispeln. Oh Gott. Das ist aber nicht von Bedeutung, Klaus. Das ist toll. Erzählt mir von euch. I am Drexis, favored of totems. Were that I had my spear, this mine would be a blood-spattered waste if I were free. Not even the Tremor Demons could stop me. Junge. Ah ja. Erinnert mich an irgendeinen Wrestler von an und dazu mal, der sprach auch so. Oh Mann. So mal langgezogen, setzen immer so. Wer das auch immer war. He is the chief of our tribe's seat, the greatest. The goblins alive. For the promise that hides in Bloodstone does he follow the human female they call Conduit. She has his respect. All others have but his contempt. Hm. Warum wurdet ihr eingesperrt? Na, na? The slavers made their bones
winter inside their living flesh. They lured us in here. They said they had found an ancient totem, but that was a lie. Nein! Sachen gibt's. Sind aber leicht, glaube ich, ne? Also. Junge, Junge! They need more slaves to unearth Tenebrium. So soon they shall give us to the necromancers. Let them come. I shall claw their eyeballs from their skulls for their trespass and shove them down their throats. Oh, na ja, ruhig. Ruhig Blut. Alles gut. Alles wird gut. Ihr seid also Drexis. Ein Mann namens Lawrence hat mir den Auftrag gegeben, euch zu töten. Hat er? Mhm. Ball. Wann? Lange her. War ich dabei? Ja. Ball. Nehmen wir erstmal das andere. Ja. Was wisst ihr über die... Was? Tremor-Dämon? And it never does. They have been forged in blood. The power of the bloodstone runs through them. The blood of a thousand spirits. They course through the stones they hold, through the living rock. Blood, 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 in blood the spirits roam free. Weiß Bescheid. Naja. Möchtest du noch vorher mit ihm handeln, oder? Kann ich nicht, du bist im Gespräch. Er hat doch nichts. Lorenz? Leave it to that coward to send another to do his dirty work. I thank you for telling me, human. To Lorenz I shall go after I escape from this cell and show him the tricks I can do with a knife. Wer jetzt gehört. Gut oder böse? Böse. This seems to be broken. This seems to be broken. This seems to be broken. Ich kann das Ding nicht benutzen. Kannst this du das Ding to benutzen? This seems to be broken. Du hast es kaputt gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, wir werden sie auf jeden Fall jetzt in die Luft sprengen. Jo. Feuerwerk. Explosions. I love explosions. Let's go for it. Ja, das hat Peng. Siehst du, war mein Bauchgefühl doch richtig. Aber jetzt bestimmt die Tür offen. Ja, tot ist tot. Nein, die Tür ist zu. Da jetzt gerade nur geschrieben. Da ist ein Ritter des Todes. Ach, I'm dripping. Ein Todesritter? Ja, des Todes. Hallo Wolf gerade. Wie war das? It never rains, but it pours. Ach, Schloss knacken, aber ist ausgegraut. Achso, okay. Sein Schloss der Stufe 6. Aber wir hatten auch so keine Option, halt irgendwie was da zu machen. Todesritter, ein Handbuch. Wahrscheinlich später. Vielleicht. Wir hätten ihn freilassen können. Die Frage wäre nur gewesen, hätten wir ihn freigelassen, wäre das gut oder schlecht? Ritter des Todes, tatsächlich, so wie du gesagt hast. Und da hinten ist ein Handbuch für die Dinger. Unverwundbar, was macht unverwundbar? Ja, der Charakter ist gut verwundbar. Ist sehr anfällig für Luftresistenz. Das war, wenn das minus 50 war, ne, waren die dafür anfällig. Ja, ne? Ja. Ja. Ja, und jetzt? Ja, mal gucken, ne? Ja, Handflieg und Sieg. Ja. Verwundbar. Also nicht mal voll HP-sich gerade.
Ist das jetzt so etwas, was gedacht ist, dass man an dem vorbeirennt tatsächlich und dann irgendwie aus dem Kampf fliehen soll? Keine Ahnung. Ich hoffe ja einfach mal auf die komische Luftresistenz hier. Ja, das kannst nur du. Unverwundbar. Ja, dann ist Captain Chaos anderen Vorschlagen offen. Tschüss. Hi. Hi, Ritter des Todes. Au. Rechts der Button. Rechts der rote Button. Vom Bildschirmrand. Aus dem Kampf fliehen. Ah, aber jetzt doch noch nicht. Erstmal Kilometer weit rennen. Au. Weiterhin. Ah, da hinten sind noch mehr. Scheiße, und der Weg wieder zurück. Ich hab das Handbuch. Was sagt es uns? Vorsicht! Nach seiner Wiederbelebung kann der Ritter aus Stein, der Ritter des Todes, nicht in Kampf außer Gefecht gesetzt werden. Nein, ohne außergewöhnliche uralte Magie wird der Ritter immer wieder auferstehen. Handbuch Ende. Toll. Da hat's richtig geholfen. Ja, aber wir müssen doch da jetzt irgendwie rein. Ja, irgendwie schon. Also doch kein Feuerwerk. Na, irgendwie schon, oder? Oder brauchen wir die vielleicht? Wir probieren es aus. Also kein Feuerwerk. Kein Feuerwerk. We had better not mess with this detonator. Right you are. Aber der hat davon nichts erzählt, aber... Machen wir kurz ein Schnellgespräch hier. Ja, da können sich die Herrschaften den Anfang getrauen haben, aber... Dann hast du ja verpasst. Ich habe auch noch nicht die Möglichkeit, ihn hier zu befreien. By the totems, this is a disgrace. We'll skin you all alive, we will. Nö. Ja, er fängt auch sein Gespräch immer wieder von vorne an, also... Jetzt können wir sie nicht mehr umbringen. Naja, ich würde da mal sagen, wir gehen in die andere Richtung. Hinten an den, wo wir die, diesen Götzen da zerstört haben, da ging es ja noch weiter. Gucken wir mal da. Ja, sofort. Denn... Uns denn die Quest tatsächlich jetzt zurück? Nö. Da führt uns auch die eine Quest tatsächlich hin mit Herren des Schreckes auf Abwägen. Okay. Nikas, der Minenarbeiter, hat sich versteckt und erzählt uns von großen mörderischen Rittern, die schwere Erdbeben verursachen und jeden umbringen, der ihnen über den Weg läuft. Aber gemerkt. Ich kann mich nicht. Ich muss es selbst gehen. Ich kann mit dir reden. Strange. Something here seems to be interfering with our teleporter pyramids and waypoint room. If we go much farther, we may not be able to escape again. Komm ich nicht weiter? Ja, wird schon. We can take on whatever comes our way. Onward. Was denn? Niemals! Was mit einem strahlenden Willen kommt man hier aus?
verdammt magisch regeln, dann kommt man. Das ist nicht beides dieselbe Antwort? Was denn? Niemals? Diese verdammte magische Reliquie mit einem strahlenden Willen kommt man mit jeder Herausforderung zurecht, ist eins. Und dann mit diesem verdammten magischen Reliquien, ne, mit einem strahlenden Willen kommt man mit jeder Herausforderung zurecht. Hä? Schlechte Lokalisierung? Bin ich doof? Wahrscheinlich das erste ist halt so immer noch so, nein, ich will nicht. Und das zweite ist dann so, ja, ist okay. Damn those magical relics. An iron will is enough to face what... Wir sind kühn. Jo. Wie der Senf.